Dritter Sieg im vierten Champions League-Spiel. Souverän gewinnen die Füchse gegen Schaffhausen mit 31:27. Und das Ergebnis hätte sogar höher ausfallen können. Das war nicht so locker, wie ich gehofft habe. Aber wir haben einen guten Lauf gehabt. Die letzten paar Spiele hat gut gespielt. Wir haben Selbstvertrauen. Und ich glaube auch, Schaffhausen hat nicht geglaubt, sie könnte richtig uns schlagen heute. Deswegen waren wir eigentlich, wenn wir konzentriert spielen, haben wir eigentlich gute Abwehr, leichte Tore bekommen. Im Mittelpunkt immer wieder Petr Stochel. Dank seiner Paraden und den darauffolgenden Angriffen führten die Füchse nach 13 Minuten mit 8:3. Wir waren einfach bereit auf Schaffhausen. Ja, nicht nur ich, sondern auch Abwehr, und das hat heute ziemlich gut funktioniert. Danach ließen es die Berliner etwas schleifen. Schaffhausen kam heran. Nach 23 Minuten hieß es nur noch 10:8. Ja, vielleicht hat man das Gefühl, wir haben das Ding im Sack, weil von Anfang an haben wir das Spiel eigentlich dominiert und dann kam nach der 15 Minuten so ein kleiner Bruch. Wir haben die einfachen Chancen nicht reingemacht und dann kamen die halt über die zweite Welle und das hat uns eigentlich Probleme bereitet. Ja. Trotzdem nahmen die Füchse einen 3-Tore-Vorsprung mit in die Kabine. 14:11 der Halbzeitstand. Auch in Hälfte 2 hatten die Gästefans nicht viel Gelegenheit zum Jubeln. Die Berliner am Anfang noch mit Problemen, dominierten dann aber wieder das Spiel. 43. Minute, 19:15. Ich glaube, wir haben gesagt in Halbzeit, hey Jungs, wir können besser spielen, wir können viele Dinge besser machen. Und dann möchte man gern etwas, aber es ist nicht immer, dass es so klappt. Und das hat nicht geklappt, die ersten 10 Minuten, zweite Hälfte. Aber dann finde ich, dann war sie ein bisschen müde. Dann kommt es leichter zu uns und dann waren wir eigentlich plötzlich mit 7 in Führung und hat alles im Griff. So, natürlich kann man nicht ein Spiel in 10 Minuten entschieden, aber heute hat es ein bisschen länger gedauert. Aber wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Die Schweizer wehrten sich tapfer. Vor allem 9-Tore-Mann Marko Mamić bereitete den Hausherren oft Probleme. Wenn wir sind zu ihm gekommen, dann hat 1 gegen 1 gewonnen ein paar Mal. Also guter Spieler, Junge, hat Lust, das sieht man einfach. Er war gut drauf und dieses Spiel hat ihm geklappt und hat gut gespielt. Aber die Gäste konnten die Berliner zu keiner Zeit ernsthaft gefährden. 5.200 Zuschauer sahen in den letzten 10 Minuten ein Schaulaufen. Vor allem Marc Bult und Markus Richwin kamen immer wieder zu einfachen Toren. Ich denke, wir haben sehr diszipliniert gespielt zum Schluss und haben dann wirklich immer den freien Mann gefunden. Das war heute ich und ich konnte die Chancen heute verwerten. Wir wissen auch, dass es eine Gruppenphase jetzt und das Wichtigste ist, dass wir gewinnen die Spiele und dann sehen wir am Ende, wo wir stehen und deswegen wird man automatisch ein bisschen lockerer heute, wo wir wissen, okay, wir gewinnen, dann sehen wir in Schaffhausen hier in nächstes Jahr oder wann es ist, ob wir auch da gewinnen können. Wir haben diese Spiele gewonnen, was wir gewonnen wollten, außer in Barcelona, aber das kann man akzeptieren, dass in Barcelona kann man verlieren einfach. Und jetzt geht's weiter, es ist gar nicht entscheidet noch und jetzt geht es nicht nur um erste vier, aber sondern nur auch um Platzierung. Ja, das heißt, wir versuchen nächstes Spiel wieder gewinnen und dann nächste und nächste. Die Füchse Berlin festigen mit diesem Sieg ihren zweiten Tabellenplatz. Die Tür ins Champions League Achtelfinale steht nun weit offen.